Ja, ich denke, dass wir die erste halbe Stunde im Griff hatten. Ich glaube, nicht zugelassen, die eine oder andere Möglichkeit erspielt. Und ja, durch einen individuellen Fehler dann in Rückstand geraten. Was aber passiert? Wir sind zurückgekommen, haben in der ersten Halbzeit nach dem Tor nicht mehr ganz so zum Spiel gefunden und sind dann zweite Halbzeit motiviert rausgekommen, machen das 1:1, haben dann die Chance zum 2:1. Meiner Meinung nach ein Eckball wird nicht gegeben. Im Gegenzug kriegen wir es 2:1 und ja, wir kommen wieder zurück, holen das, machen das 2:2 und mit ein Quäntchen Glück, ja, können wir das Spiel noch gewinnen. Letztendlich müssen wir mit dem Punkt leben. Ja, ich denke, war gut, weil das ist unser erstes Spiel. Die ganze neue Mannschaft, ich denke, war gut. Ich hoffe, wir machen ein bisschen mehr, weitermachen, weil unsere richtige Sache ist, machen weiter Spiel, alle Spieler gewinnen, aber heute war schade. War schade, aber weitermachen. Ja, natürlich, wir wussten ja, dass wir hier nicht uns auf den 1:0 ausruhen. Wir wollten zurückkommen, haben das auch gemacht, weil wir wussten, wir sind gut im Spiel. Solche Fehler passieren, da macht doch keiner jemanden einen Vorwurf. Das gehört halt zum Fußball dazu, dass individuelle Fehler dazugehören. Und letztendlich sind wir gut zurückgekommen, zweimal Rückstand aufgeholt. Und das ist das, was eigentlich Auftrieb geben soll. Und ja, dass wir uns die Punkte halt nächste Woche wiederholen. Super, super Gruppe, das ist super Mannschaft. Ja, ich denke, das ist, wir haben Glück, weil das ist, wie gesagt, das ist eine junge Mannschaft, das ist eine ganz neue Mannschaft. Ich glaube, das ist eine neue Familie bei uns. Wir sind zusammen alles richtig machen. Ich hoffe, das ist gut.